Erste, die für meine Fake-Creme geworben hat, war Inessa Buchwitsch. Uiuiuiui. Es ist einiges passiert in YouTube Deutschland. Ups, es gibt einige Fragen und die klären wir heute. Zunächst einmal muss ich mich natürlich bedanken. Ich hätte ja wirklich nicht damit gerechnet, dass das Video so gut ankommt, direkt auf Platz 1 in den Trends landet, 1 Million Klicks nach einem Tag und unfassbare 50.000 neue Abonnenten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hin und wieder gibt es hier auch mal Videos, schaut euch die gerne mal an. Aber was ist denn überhaupt passiert? Ich habe eine Fake-Creme erfunden, um zu testen, ob Influencer für Geld wirklich alles sagen. Und die erste, die für meine Fake-Creme geworben hat, war Inessa Buchwitsch. Und eine der meistgestellten Fragen war, wie um Himmels Willen habe ich sie bezahlt? A, von meinem Geld oder B, mit dem Geld anderer? Antwort B ist richtig, denn Join hat tief in die Tasche gegriffen für die neue Sendung Achtung Aaron. Da bin ich auch ein Teil von und deswegen durfte ich auch deren Budget benutzen. Und worum? Was für ein cleveres Kerlchen, ne? Gleich die Frage beantwortet und Werbung für seine eigene Show gemacht. Also da ganz klar, wer für sich selbst Werbung machen kann, ohne dass es auffällt, erstmal Like. Bevor was ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass einige meiner YouTube-Kollegen auf mein Video reagiert haben. Der Typ ist wirklich super, aber er macht sich gut Feinde hin und wieder. Bro, das ist so ein geiles Videokonzept, finde ich. Ich finde es richtig nice. Lesen die überhaupt nicht die Inhaltsstoffe oder so durch? Wer ist das denn? Ist den Leuten alles scheißegal? Ey, Alter, was er sich für Mühe macht, ne? Eigentlich kann er, hätte er aber auch wer ist das denn? Ein bisschen mehr investieren können und dann einfach wirklich eine Creme rausbringen können. Und wer sich jetzt fragt, wann mein nächstes Ich wurde mal wieder angezeigt Video kommt, keine Sorge, Christian Solmecke liefert die Antwort. Unge? Jetzt haben wir viele Dinge, die im Rahmen von journalistischen Recherchen wohl möglich sind. Bei dem Pipi Kaka wäre ich, glaube ich, stutzig geworden. Ich hätte mir an ihrer Stelle tatsächlich mal die Inhaltsstoffe durchgelesen. Worüber ich mich übrigens auch freue, sind die ganzen neuen Abonnenten bei Hydrohype. Gerne mal abchecken. In der Videobeschreibung ist der Link zum Instagram-Profil von Hydrohype. Wird zwar nicht so viel passieren, aber freue ich mich trotzdem drüber. Mir war ja von vornherein klar, dass ich mit dem Thema Polarisierung. Also jetzt ohne Witz, ich kenne weder Unge noch kenne ich Justin. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist auch kein Hate, ich kenne die einfach gar nicht. Beide noch nie gehört und noch nie gesehen. Hätte ich sie mal sehen müssen? Antwortet besser gar nicht, ist vielleicht besser für mich. Und verständlicherweise gab es auch Kolleginnen und Kollegen, die das Thema einfach nicht so cool fanden. Zum Beispiel die. Ich finde es einfach schade, dass man sich gegenseitig nicht supporten kann. Es ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern auf eine andere Geschichte. Die möchte ich hier auch gar nicht weiter groß machen. Ich glaube, diese Menschen bzw. diese Influencer wollen nur noch mal ins Gespräch kommen, wollen sich besser darstellen, als sie selbst sind. Aber es regt mich einfach auf, weil ihr euch einfach als etwas Besseres darstellen wollt, aber es einfach nicht so ist. Ein Statement kam von Ivana Santa Cruz und die hat geschrieben, warum geilen sich Menschen über die Fehler anderer so auf? Fühlt man sich dadurch wie ein besserer Mensch? Aber noch viel schlimmer finde ich, wenn man jemanden dazu verführt, einen Fehler zu begehen. A, ich fühle mich nicht wie ein besserer Mensch und B, sehe ich das auch ein bisschen anders, denn ich habe Inessa ja nicht dazu gezwungen, diesen Fehler zu machen oder dazu verführt. Ich habe sie ja einfach nur getestet. Und den Test hat sie leider nicht bestanden. Moment. Völlig unwichtiger Social Media Influencer Botox Weibchen Hirn nicht vorhanden aus Dubai macht Werbung für irgendein Produkt, ohne es zu testen und macht sich lächerlich damit. Influencer Weibchen B, noch irrelevanter als A, im Prinzip aber genauso irrelevant, kennt auch keiner, heißt aber natürlich Laura Marie, hat auf Instagram keine Ahnung wie viele Follower, schützt jetzt ihre Busenfreundin aus A? Natürlich schützen die sich gegenseitig, sind ja aktuell wahrscheinlich beide in Dubai und erkunden die... Ich weiß nicht, was die in Dubai wirklich machen. Die Kamele? Vielleicht kämpfen sie auch dagegen an, in Dubai für ein Kamel eingetauscht zu werden, weil ich kann mir aktuell vorstellen, dass viele Kamele mehr Nutzen für die Menschheit haben als diese Leute da. Aber sie beschützt Influencerin A... Das ist stark. Eine andere Partei, die den Test auch nicht bestanden hat, war Alnatura. Aber die sind zumindest im Nachhinein cool damit umgegangen und haben ihnen eine DM geschickt mit Hey, irgendwie ist schon peinlich für uns, aber der Witz war auf jeden Fall lustig. Nachdem das Video online war, bin ich natürlich mal auf Inessas Instagram-Profil gegangen, um zu schauen, ob sie sich vielleicht dazu äußert oder ein Statement abgibt. Und unter ihren aktuellen Postings waren dann einige Kommentare. Die einen waren kritisch und haben gesagt, ey Inessa, ich fühle mich von dir veräppelt, dass du für so einen Schund wirbst. Die anderen haben nach einem Statement gefragt und natürlich gab es auch einige Kommentare, die darüber gelacht haben. Was alles auch kein Problem ist. Aber dort gab es auch einige Kommentare, die wirklich unter die Gürtellinie gingen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Video nicht dazu aufgerufen hat, irgendeine Hetzjagd auf Inessa zu veranstalten, denn klar hat sie einen Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz braucht man aber nicht solche Kommentare schreiben. Ich blende sie auch gerne mal ein und auch mit Nutzernamen, weil ich kein Problem habe, diese Leute einfach mal... Moment. Da müssen wir einmal genau gucken, von welchen Kommentaren zu zeigen. Er hier spricht. Oh, warte. Geh mal zurück, mein Bester. Da. So, was haben wir da?
erbärmlich. Ich werde in jeder zweiten Runde COD erbärmlich genannt. Du dumme Bitch. Hm. Muss nicht sein. Und wie macht sich die Kunstwichse so in der Fresse? Gut. Sperma. Schwer ist zu verurteilen. Das ist einfach nur zu verurteilen. Sowas sagt man nicht. Ha, ha, ha. Na, wie wirkt das Kunstsperma, du geldgeile Ski. Schl. Wofür steht das SCHL? Schl. Ach so, ich weiß es. Schlabberfuchs. Du geldgeile Schlabberfuchs. Duschlampe. Duschlampe. Ah, Duschlampe. Ich habe Duschlampe verstanden. Aber Duschlampe ist natürlich was anderes. Wie, aber auch schön. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin ja immer sehr angetan davon, wenn Menschen andere Menschen beleidigen in ihrer Muttersprache und schon hier den ersten Rechtschreibfehler haben. Also das muss man ja erstmal schaffen. Man muss, also bei hahaha, das schafft jeder Dreijährige. Na, ist jetzt auch noch, kann man auch noch hinkriegen. Wie ist drei Buchstaben und wirkt. Das geht noch. Aber, also das mit Doppel-S. Welche Rechtschreibregel gibt es auf der Welt, die mir entgangen ist in meinen 13 Jahren Schule mit Abitur, dass das in dem Fall mit 2S geschrieben wird? Warum? Kann mir keiner sagen. Richtiger Clownskopf bist du. Um genau zu sein, hat sie ja keine Clownsnase, sondern aktuell etwas anderes im Gesicht, aber gut. Und erbärmlich hatten wir ja schon. Also, ja, gut, sind jetzt echt nicht die nettesten Kommentare. Ich finde auch, sowas gehört sich nicht. Aber, bei aller Liebe, hier ist jetzt kein Mordversuch gestartet worden. Und auch mit Nutzernamen, weil ich kein Problem habe, diese Leute einfach mal zu zeigen. Und wenn wirklich einer meiner Abonnenten dabei ist, der so einen Kommentar geschrieben hat, bitte deabonnier mich, weil mit sowas möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Klar hat Innesa einen Fehler gemacht, aber nichtsdestotrotz hat keiner Mobbing und Hass verdient. Ich kann ja nichts dafür, dass so viele Spackos bei dir kommentiert haben, aber nichtsdestotrotz, Innesa, tut mir leid, das war nicht meine Absicht, das war nicht das Ziel des Projekts. Bei wem ich mich auch entschuldigen muss, ist die Familie Slimani, denn ich habe behauptet, dass die Schwester von Sammy Hydrohype auf Instagram folgen würde. Ist aber nicht ganz richtig, es ist nämlich die Mama von Sammy, die Hydrohype auf Instagram folgt. Ich bin ehrlicherweise da durcheinander gekommen, weil Mama anscheinend sehr stolz auf ihre Kinder ist und nur Fotos von denen postet. Sorry, war mein Fehler, mein Fauxpas. Aber Lamia Slimani fand das wohl doch nicht so ganz witzig und hat auf Instagram ganz schön gegen mich geratet. Ich sag's nochmal, es war mein Fehler. Ich hab nicht genau gelesen. Moment, hier, nicht den Slimani an mir. So, erste Frage. Wenn du so viele Bilder nicht von dir, sondern von deinen Kindern postest, dass die Leute denken, dass du dein Kind bist, ist das eine Absicht oder aus Versehen? Und das zweite. Und jetzt blamiere ich mich hier wahrscheinlich wieder. Wer zur Hölle ist Lamia Slimani? Wer oder was ist das? Wer ist Slimani oder was ist Slimani? Ist das irgendein Fußballspieler? Ich meine, was schreibt ihr denn? Ach, kommt schon, das sind Lügen. Ich weiß, wovon ihr spricht. Gut. Hat mal TAF moderiert. Ach, im Ernst? Das ist ja ein C-Promi dann sogar. Ich weiß, wovon ihr spricht. Sprecht, ich wiederhole es ein letztes Mal. Niemand von uns hat dafür geworben. Er hat meine Mutter respektlos als Aufhänger genutzt für das nächste Video und es so aussehen gelassen, als hätte sie was damit zu tun. Das ist die Kunst des Videoschneidens. Wartet doch mal das zweite Video ab und dann seht ihr selber, wie einfach es ist, Menschen zu manipulieren und auf das zweite Video zu spannen. Zu spannen? Okay. Wir werden dann etwas reingezogen, was wir vorher noch nie gesehen haben. Trinkt einen Tee und chillt. Okay. Und dann sagt er, wie bitte was? Marvin hat nicht anständig recherchiert und meine Mutter gepostet. Da hört der Spaß bei mir auf. Ich muss euch enttäuschen. Falls ihr hofft, dass ich oder irgendjemand aus meiner Familie mit diesem Müll irgendwas zu tun hat. Okay, also Herr Slimani oder Frau Slimani macht hier richtig Ärger, Leute. Von TAF anscheinend. Ich sag's nochmal, es war mein Fehler. Ich hab nicht genau gelesen.
Ich habe nicht genau nach dem Slimani-Prinzip gearbeitet. Und dann war es endlich soweit. Inissa hat ein Statement abgegeben, und zwar 2 Seiten lang. Und das lese ich euch mal. My Statement about Hydrohype. Ich übersetze euch das auf Deutsch, weil sie hat es auf Englisch geschrieben. Im ersten Satz sagt sie, dass es nie ihre Absicht war, irgendjemanden absichtlich zu veräppeln. Und das wäre ja das Statement auch eigentlich gewesen und alles wäre cool. Aber es ging dann noch weiter, denn sie sagt, dass meine Fake-PR-Firma ihr ehemaliges Management kontaktiert hat für diese Kollaboration. Ehemaliges Management, vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, das mal zu wechseln. Aber es geht noch weiter. Wir haben uns das Instagram und die Website angeguckt und es sah aus wie bei jedem normalen deutschen Startup. Was eigentlich voll das Lob ist, denn ja, ich habe mir schon Mühe gemacht. Und sie sagt auch, dass die Fotos, das Impressum und die Stories in den Biomärkten wohl so authentisch waren, dass sie darauf reingefallen ist. Noch ein Lob für mich. Sie sagt dann, dass sie die Creme benutzt hat und sich dadurch wirklich befeuchtet gefühlt hat. Ihr wisst ja, was da drin ist. Aber es geht dann weiter und sie sagt, sie hat halt nicht alle einzelnen Worte verstanden, weil sie halt nicht gut Deutsch spricht. Aber das kann ja nicht die Ausrede sein, wenn du für ein Produkt wirbst und sagst, dass das die heilige Marke ist und das... Ich werde jetzt auch ohne Führerschein in Saudi-Arabien durch die Gegend fahren und einen Unfall verursachen. Und wenn ich dabei erwischt werde, werde ich einfach behaupten, naja, ich spreche kein Englisch oder ich spreche kein Arabisch oder ich kann die Zeichen nicht lesen. Das, meine Freunde, ist heutzutage eine, finde ich, legitime Aussage, um deinen Arsch zu retten. Ich spreche die Sprache nicht. Wenn ein Türke in Deutschland ein Verbrechen begeht und sagt, er spricht die Sprache nicht, ist er trotzdem schuldig. Und wenn ich als Deutscher irgendwo im Ausland, in irgendeinem anderen Land ein Verbrechen begehe oder irgendwas Dummes anstelle, was gegen das Gesetz ist oder irgendwas tue, wovon ich keine Ahnung habe, bin ich selber schuld am Ende. Also, und vor allen Dingen, das möchte ich hier mal ganz ehrlich sagen, die Alte hat ein Management gehabt und sie sprach ja zumindest fast richtiges Deutsch. Also so schwer, das zu recherchieren, ist das nicht. Und wenn ich Dinge vom Produkt nicht verstehe, ja, dann muss ich halt mir es angucken und zurückschreiben und Fragen stellen. Was du super findest, wenn du halt nicht alles verstehst. Also du musst dich ja schon damit auseinandersetzen. Wozu gibt es Google Translator? Sie sagt aber auch, dass sie eigentlich davon ausgegangen ist, dass ihr ehemaliges Management das Ganze mal gecheckt hat. Gut, dass du es jetzt gewechselt hast. Aber es geht dann noch weiter. Sie sagt, I apologize for that. Und das ist eigentlich das Statement, es tut ihr leid und sie sieht ein, dass sie einen Fehler gemacht hat. Aber jetzt kommt Part 2. Im zweiten Part ihres Statements geht es dann um das Vorher-Nachher-Bild, was ich von ihr gefordert habe, damit sie halt zeigt, dass diese Creme angeblich wirken soll. Und sie sagt sogar selber, dass sie sich dabei dumm vorkam, weil sie halt ein Foto vor der Anwendung mit trockener Haut gemacht hat und ein Bild nach der Anwendung halt mit glänzender Haut. Und Nein. Sie sagt auch, dass sie wohl das Licht ein bisschen verändert hat bei diesem Foto. Und genau darum geht es halt, dass du das Licht veränderst, dass es halt so aussieht, dass diese Creme wirken wird, obwohl du halt selber merkst, dass es nicht funktioniert. Ich meine, Inissa, du hast 800.000 Follower und bist lange genug in diesem Beruf tätig. Du kannst auch einfach dem Kunden sagen, nee, mach ich nicht, weil diese Creme halt nicht wirkt. Punkt 4, sie sagt, dass sie die Creme zu Hause hatte und auch wirklich getestet hat, vor allem unter den Augen. Und ein Jahr später kam dann dieses Video, was sie lächerlich gemacht hat. Inissa, ich wollte dich nicht lächerlich machen. Das hast du ganz alleine hinbekommen. Ich meine, du bist lang genug im Game drin, hast schon so viele Kampagnen gemacht, du weißt, wie es funktioniert. Und du weißt, dass es Marken gibt, hinter denen man stehen kann und es gibt halt die, hinter denen man nicht stehen sollte. Und wenn du selber bei der Produktion merkst, dass da irgendwas nicht stimmt und der Kunde was von dir will, was nicht stimmt, dann sag es doch einfach ab. Ich meine, ihr lebt in Dubai, ihr habt einen Lamborghini. Ich glaube nicht, dass ihr das Geld nötig hattet. Im 5. Part ihres Statements sagt sie, dass es den menschlichen Hass zeigt, wenn sich jemand so viel Mühe gibt, nur um jemanden vorzuführen. Es ging ja nicht darum, dich vorzuführen. Was? Es geht einfach darum, dich als Influencerin zu testen. Du hast den Test nicht bestanden. Andere Influencer hingegen schon, aber... Moment, sie fällt durch den Test durch, sie verkauft da irgendeine nachgemachte Scheiße, die im Prinzip keine Wirkung hat. Sie liest sich das nicht durch, sie informiert sich nicht darüber, sie kassiert die Kohle dafür und glaubt mir, sie wird jetzt nicht nur einen Tausender bekommen haben. Sie nutzt diese Scheiße und muss ja sehen, dass nichts daran an der Haut oder sonst was besser wird. Und während sie das nutzt über die ganze Zeit, lebt sie dann in Dubai mit ihrem Ferrari, Lamborghini, was auch immer sie für eine Karre hat. Und hat 800.000 Follower. 800.000 Leute, die unter Umständen auf das hören, was du denen sagst. Und sie sagt, ich sollte ja nur lächerlich gemacht werden. Starke Leistung, Mädchen. Starke Leistung. Schwamm drüber, ich habe ein Angebot für dich. Ich habe ja schon erwähnt, dass das in Zusammenarbeit mit Join entstanden ist für die Sendung Achtung Aaron. Und Inissa, ich möchte dich wirklich herzlich einladen. Komm gerne vorbei, vielleicht als Gast, dann wären wir vielleicht noch Freunde. Oder wir sprechen uns einfach mal aus. Dubai-Flüge sind ja auch aktuell nicht so teuer und wir haben auch noch ein bisschen Budget. Deswegen komm gerne vorbei. Was man wissen muss, das Budget für deine Flüge, Inissa, kommt nicht von irgendwo her. Ich habe auch Influencer angefragt für Hydrohype, die am Ende dann doch ein bisschen zu teuer waren. Und genau der hat sich jetzt im Nachhinein bei mir gemeldet und das zeige ich euch mal. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen von Henrik Stoltenberg von Promis unter Palmen.
Wer? Man muss dazu sagen, dass ich den auch mal für Hide or Hype angefragt habe und eigentlich schon relativ weit in der Verhandlung war. Jetzt bin ich mal gespannt, was der sagt. Wer? Was geht, Marvin? Ey, ohne Witz, finde ich richtig geil, was du da gemacht hast mit dem Hide or Hype. Ich hatte den Müll zwischenzeitlich sogar auch hier stehen. Wir haben es gestern richtig kaputt gelacht. Also richtig geil gemacht. Na gut, es ist ja ganz nett. Ich dachte jetzt, er sagt, ey, du Penner, warum wolltest du mich auch verarschen? Aber das ist eigentlich ganz nett. Vielleicht werden wir ja jetzt Freunde. Er folgt mir auch. Ich habe einen neuen Freund, Hendrik Stoltenberg von Promis unter Palmen. Wer ist das? Personal Trainer und Ernährungscoach. Aber das absolute Highlight war für mich, dass sich das Pipi-Kackerland bei mir gemeldet hat. Kein Spaß. Ich dachte ja eigentlich, dass das ein wirklicher Freizeitpark ist, wo ich dann irgendwie König werden kann oder so. Aber das ist ein Kinderbuch zur Aufklärung, wie man richtig aufs Töpfchen geht. Die haben bei mir auch kommentiert. Hier mal der Kommentar. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war mein Statement zum ersten Teil und wenn ich so überlege, wie die Geschichte weitergeht, glaube ich, dass wir uns in den nächsten Wochen hier öfter sehen. Aber wie es für euch weitergeht, weiß ich auch schon. Nämlich ab jetzt, wirklich in diesem Moment, gibt es den nächsten Teil schon bei Join. Achtung Aaron heißt die Sendung, der Link ist in der Videobeschreibung. Und den Teil danach gibt es schon am Samstag um 19 Uhr bei Achtung Aaron auf Join. Aber ich muss auch sagen, Hydro Hype macht langsam mehr Follow auf Instagram als ich, deswegen folgt mir da mal gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, gebt einen Daumen hoch, schreibt eure Meinung in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, denn wir sehen uns am Sonntag schon wieder. Bis dann, ciao! Exklusiv nur auf Join. Was für eine geile Idee, ey. Das ist, Leute, das ist richtig Content kreieren. Das ist so eine geile Idee gewesen und mit ganz vielen Monaten Vorbereitung. Und ja, komm, der hat, was hat er damit gemacht? 2,3 Millionen Aufrufe. Da verdienst du mit Werbung, ich weiß nicht, 2.000 Euro, 3.000 Euro. Niemals die Kosten, die er in die Hand genommen hat, rausgehauen, ne?